So sieht's aus. Ich mit zwei Insta-Bitches am Bank. Einmal Miss Berg verliebt und die holzige Julia. Prachtexemplare der Gattung Influencerin. Aber erstmal von Anfang an. Zu finden sind sie früh morgens am Parkplatz. Aufgeschreckt und völlig orientierungslos laufen sie umher. In knackengen, mit Leopardmuster bestückten Leggings stapfen sie im Rudel den Berg rauf. Sogleich wird die Alpenwelle angeworfen und es wird ununterbrochen über die letzte Woche philosophiert. Und schon ist es soweit. Kaum gestartet und das erste Motiv wird geschossen. Geschickt wird das Handy, welches an einer Sicherung um den Hals hängt, wieder weggepackt und weiter geht's. Ui, schau, da am Motiv. Koordination ist noch nicht ganz on point. Jacke an, Jacke aus, Jacke an, Jacke aus. Wärmemanagement liegt nicht im Fokus der Influencerin. Hier ist ein exemplarisches Verhalten der Gattung Influencerin. Wie sie ein Motiv erspäht, das Handy zückt, die vielen Einflüsse geschwind mit einem Klick verarbeitet und weiterzieht. Ein typisches Rudelverhalten der Influencerin ist auch, dass eine ein Foto macht und die andere gibt Rücken. Wenn Influencerinnen erwischt werden, ist generelles Verhalten erstmal ein Foto machen. Wenn es dann zu atemberaubend majestätischen Ausblicken kommt, reagieren Influencerinnen fokussiert, spielen sofort ihren Automatismus ab, gekonnt werden mit Leichtigkeit aus dem Handgelenk Fotos für die Ewigkeit gemacht. Nach dem kurzen Dominanzgehabe des männlichen Influencers in Form von Drohnenflug übernimmt die weibliche Gattung wieder die Führung der Expedition und zieht von dannen. Berginfluencerinnen sind sportlich fit, auch wenn hier und da geschnauft und geschwitzt wird. Jetzt trennen sich schnell Spreu vom Weizen, wenn der Wank mit seinem Stufenmassaker beginnt. Das Alpenradio wird still, das Schnaufen lauter und endlich kehrt Ruhe am Berg ein. Sobald aber das Alpenradio wieder erklimmt, weiß man, dass die Influencerinnen nicht weit weg sind. Kurz vor dem Summit am Wank gibt es einen Aussichtspunkt, der die Herzen der Influencerinnen höher schlagen lässt. Schnaufend, aber glücklich am Aussichtspunkt angekommen, posieren die Influencerinnen zum finalen Aussichtsfotoshooting.
Wenn man sie so im Panorama der Alpen stehen sieht, verstehen viele ihre intrinsische Motivation, diesen Moment in Pixel festzuhalten. Influencerinnen ist das Abklatschen des Gipfelkreuzes nicht so wichtig. Es zählt nur eins, das entscheidende, beste Gipfelkreuzfoto ever zu machen. Es ist offensichtlich, dass Kreuze eine magische Anziehung für Influencerinnen haben. Mit kritischen Augen werden andere Influencer beobachtet, schnell aber abgetan mit checkt's eh nicht. Ein besonderes Verhalten der Influencerin wurde dabei beobachtet, wenn es Ereignisse gibt, die eine besondere Beobachtung bedarf. Er wird vorsichtig angepirscht, in die Hocke gegangen und der Serienbildmodus vergewaltigt. Im Fotorausch kommt es auch dazu, dass einfach planlos geschossen wird. So eine Bergtour dauert dann auch mal länger, wenn man alle 5 Minuten zum Fotografieren stehen bleibt. Trotz minus 15 Grad hält der Akku, Gott sei Dank. Im Abstieg wird das Alpenradio angeworfen und das Rudel der Influencerinnen trabt dem Tal entgegen. Ein Spot gibt es noch, der Bergsee, und die Brücke muss für die Ewigkeit auf Bits und Bytes gebannt werden. Ja, dann kommen die Pferde, nur geritten wird heute nicht. Denn das Leopardenmuster gefiel dem Gaul nicht. Mag nicht.